Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Die Single Map, Vierfach Map ist noch nicht da, ist angekündigt, wird kommen. Ich werde auch Mitte Dezember, so zwischen dem 12. und dem 16. sage ich jetzt mal, umsteigen. Vorher schaffe ich es leider nicht. Oh, hier muss ich auch mal aufräumen. So, und jetzt muss ich mal hier erstmal meine Produktion checken. Was ich jetzt erstmal mache, ist, ich stelle erstmal die Wollepaletten erstmal hier ab. So, ich gehe mal hier, ich muss mal hier reingehen, ich muss mal gucken, wie viel ich noch habe. Was ich denn noch hier habe über. So, ich habe keine Wollepaletten mehr da. Sehr schön. Jetzt bringe ich gleich nämlich genau eine Wollepalette mal hier rein. Erstmal mache ich hier die Produktion leer. Aber ich möchte ja eben gerne wissen, lohnt es sich wirklich, die Wolle hier verarbeiten zu lassen? Oder lohnt es sich nicht? Wenn ich die Wolle so einzeln mehr kriege, macht das für mich keinen Sinn, die zu verarbeiten. Ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Muss auf jeden Fall die Produktion komplett leer räumen. Das ist mal klar. Und die Uhr läuft und wir haben die 10 Millionen überschritten. Nächstes großes Ziel für den Umstieg ist 20 Millionen. Auch das ist nicht mehr im Reich des Unschaffbaren. Sondern tatsächlich etwas, was Realität werden könnte. So. Klar. So, jetzt bringe ich eine einzelne Stoffpalette hier rein. Wollepalette. Eine einzige. Und dann schaue ich mal. Was ich denn davon produziert kriege. Ist ja auch eine Uhr, die eigentlich zeigt, wie viel man hat. Okay. 1000. Produktion läuft hoffentlich. Noch Wasser da. Boah, Wasser ist noch da. Nicht viel, aber Wasser ist da. Das heißt, er müsste hier eigentlich produzieren. Ich drehe dafür mal wieder die Zeit hoch. Mal gucken. Vielleicht haben wir 11 Millionen. Das interessiert mich nämlich mal wirklich brennend.
Wie viel ist auf so einer Wollepalette drauf? Auf so eine Stoffrollenpalette. So. Wie viel haben wir jetzt da verbraucht für 5000? Das heißt, aus einer Palette. Ja, die stimmt. Mal wieder ein bisschen. Ich lasse es jetzt mal hier auf 0 laufen, ja. Meine Damen und Herren, gucken Sie auf die Gelduhr rechts oben. Bleibt wohl nehmen. Okay. Alles klar. Wir haben jetzt eine Wollepalette verarbeitet. Haben daraus 3 ganze und 384. Also 15.000 Stoffrollen. Wo liegen die Stoffrollen? Stoffrollen 4000 pro 1000. Das heißt, ich kriege auch 20.000 dafür. Na, dann lohnt sich das ja nicht. Also Entschuldigung, wenn das jetzt so irgendwie großkotzig klingt, aber wo haben wir denn jetzt Wolle? Wolle kriege ich jetzt 20.748 für eine Palette. Für 1000. So. Das Ganze mal 2. 20.748. 41.496. So, jetzt habe ich hier 15.384 durch 1000. Das ist gleich das. Mal, was habe ich jetzt bei Stoffrolle? 1030. Naja, doch. Bringt mehr. Bringt ungefähr 50% mehr, sind 62.000. Ist schon okay. Ist schon okay. Mein Fehler. Falsch gerechnet. Erstmal die anderen Wollepaletten da noch reinbringen. Jawohl, fliegt durch die Gegend. Dann kann hier weiter produziert werden. Dadurch, dass ich jetzt natürlich zweimal die Zeit so hoch gestellt habe, habe ich jetzt natürlich ein Problem, dass jetzt wahrscheinlich meine Produktionen hier alle voll sind und ich aber eigentlich gar keine Wagen hier habe, mit denen ich das wirklich wegbringen kann. Was ein bisschen schade ist. Also ein Unimog ist auch geil, ne? Also ein MB-Truck oder so ein Unimog? Betra kenne ich doch. Mal eben gucken.
weit das hier alles ist. Habe ich hier eigentlich noch einen Trailer stehen? Nee, ne? Nee. Da ist die Produktion auch voll fast. Ich habe so viel zu tun. Ja, anders, da muss man ja linke Seite ist okay. Ah, ich habe auch fast keine Stämme mehr hier. Also eigentlich genau richtig. So. Nicht viel, aber der Rest kann noch verarbeitet werden. Immer gut, ja, die arbeitet auch noch, die Produktion, da nicht mehr. So viel gibt es da auch gar nicht mehr zu arbeiten. So viele habe ich gar nicht mehr. Aber ich kann mich hier nochmal ein bisschen um die Hackschnitzel kümmern. Die kann ich eigentlich auch nochmal eben abfahren. Und dann war lange nicht mehr im Wald. Ist aber auch nicht schlimm. Habe ich mir eigentlich auch gar nicht so viel Lust zu. Auf Wald. Auf Forstarbeit. Ja, tatsächlich was, wo man mal überlegen müsste, ob man nicht in Zukunft das Ganze auf dem Server laufen lässt. Einfach mal mit einer ganzen Gruppe spielt. Entschuldigung, ich mal. Sehr trockenen Hals gerade. Mal wieder. Auch lustig, ne? Dass man hier so direkt wieder abkippen kann. Während man hinten belädt, vorne schon wieder abkippen. Kippen wir dann hier noch die Pelletfabrik. Pellets ohne Ende. Jo, Verkäufe sind rum. 11,155 Millionen Euro. Na, da müsste doch für den Wechsel müssten doch die 20 drin sein. Das müsste doch kein unrealistisches Ziel sein. Oder? Letzten noch voll machen. Was denn noch voll zu machen geht? Ja. Geht noch. Einer geht noch rein. Und sonst habe ich Hackschnitzel ja nicht unbedingt immer hier hingebracht, aber jetzt machen wir das einfach mal. Ja, ich wollte eigentlich zwar vorne den abladen,
hat ja nichts. Wasser leer in der Weberei. Wird weich. Ja, wechselt das Licht bei ihr auf. Und ich gleich auf. Ich würde jetzt eben ungern die Paletten verkaufen. Weil, ne? Meine Rohstoffe sind dann doch begrenzt. Eben nur noch eine bestimmte Anzahl an Bäumen hier und ich wollte eigentlich nicht noch in den Forst gehen auf dieser Map. Ah, ich wollte eigentlich den Forst stehen lassen, weil ich will ihn natürlich abholzen, den Bestand mitnehmen und auf einer neuen Map anfangen im vollen Forst, ne, bevor ich dann den Forst wieder abholzen muss. Wie auch immer, ich horste den Forst in einer anderen Folge ab, wenn überhaupt. Aber auch nur, wenn ich ganz viel Zeit habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich sage, ciao!